Grüß euch! Jawohl, sind wir wieder unterwegs, saufen zum Käferpfleg, weil das bin ich euch noch schuldig. Da muss man sich den Käferpfleg anschauen. Ein paar Wochen später. Ja, ich habe schon ein Video gemacht vor dem Wasserrucker, vor die Vollarbeiten, und jetzt mache ich noch ein Video nach die Vollarbeiten. Das und das nach die Vollarbeiten. Das schauen wir uns jetzt an. Habt ihr im letzten Video schon gesehen, wo wir mit dem Rückgebung die Fixlängen und das Brennholz hergeschnitten. Ja, wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut das letzte Video nochmal an. Ich verlinke es euch auch in der Videobeschreibung. Da haben wir hohe Brennholz gefahren, bis da ist mir die Augen bluten. Da hat es mir gereicht, das sage ich euch, weil irgendwann glänzt er. Ne? Wenn du da bloß rausfährst und Käferbaum und Zeichen und so weiter und siehst bloß noch Käferbaum, Käferbaum. Und das ist der Rest, was noch da liegt. Das sind nicht alles noch so Umaffe, die weil dann schwach sind. Da auch, die werden dann gekackt. Die lasse ich jetzt einmal so liegen, weil sieht man schon, ja, ja. Und dann arbeite ich bloß im Boden zu viel um. Jetzt habe ich es noch liegen lassen, weil so Drucker wird es heuer nicht mehr. Man muss es aufs Gefräsen warten, aber das kannst du auch vergessen. Ne? Ja, da liegt alles noch da. Das habe ich jetzt so da liegen lassen, dann kann ich herfahren und kann von hinten her oder von vorne her Hackschnitzel reinziehen, außer häckseln. Daneben kann der andere herfahren, aber ist da nicht so viel umeinander quer. Ich glaube, das passt da so, würde ich sagen. Wo ich gar nicht mehr aufeinander richten, weil dann mache ich mehr vom Boden hin. Und im Prinzip tut es die auch bloß weg. Da liegen da alles beieinander. Ne? Also, das erste Mal gleich. Ja, rückgegossen haben wir rein gemacht. Ja, markiert. Steck an bündig angeschnitten gewesen. Jetzt durchs Triebeschläpfen sind sie ein tolles bisschen lassen gegangen. Die kommen nur mal bündig anschneiden, aber muss eigentlich nicht sein. Weil da haben wir eh nicht drüber. So, da rein. Haben wir dann die Rückgegossen rausgeschnitten. Und tatsächlich, wenn man sich die anschaut, die sind ziemlich fahrlich alle gewesen. Ne? Also nicht die besten Bäume. Ne? Also das passt einmal frei jetzt da. Ne? Jetzt haben wir da die Rückgegossen. Steck relativ nieder angeschnitten. Dann kann man da schon durchrucken. Nicht? Genau, da habe ich im letzten Video auch gesagt, macht Anlauf vom Stamm, keilförmiger Anlauf, der kann fahrlig gewesen sein und tatsächlich war er total stockfahrlich. Also stimmt, wenn er keilförmig anläuft, dann kann man eigentlich sagen, dass er fahrlich ist. Genauso wie bei deren, wenn man jetzt den anschaut, der ist auch fahrlig, hundertprozentig. Ja, Mooswachstaffe, der stockt da drin an und dann ist er kernfahrlich und dann ist gar. Oh mein, dann lassen wir stehen, weil warum? Sollte man anschnalzen. Also, genau, jetzt schaut man, da war der Vieri. Oh, da rückgegossen. Ein bisschen so um mich. Wunderbar hingehaut. Ja. Da sage ich dann auch noch was dazu, wenn wir das da oben gemacht haben. Noch. Aber grundsätzlich, ja, sieht man schon. Klar, der Boden ist für dich. Wenn du drüber schläfst, dann drüber schläfst, dann drüber schläfst. Aber das ist der Sinn der Sache von der Rückgegossen. In meinen Augen, das macht dann Sinn. Weil dann fährst du mit dem Bulldach und Schlepper bloß da und dann wird das Beton, wie ein Beton der Boden. Ja, und dann ist aber links und rechts, passt es aber noch wieder, weißt du? Also da, wenn's, da fährst du nicht rein dann. Ne? Dann haben die keinen Schaden sozusagen, dann haben die einen lockeren Boden. Ja. So, dann haben wir schon herum, jetzt bei unserem Pfleg. Vorher, nachher Foto kommt dann, danach. Aber jetzt schauen wir sie erst einmal das an, dauert nicht lang, schauen wir sie so und noch vorher nachher Foto, das interessiert mich selber, wo man da auch gemacht. Wie man sieht, relativ viel Schwachholz, ja. War auch relativ viel Schwachholz, wenn man sie so schaut, mein schwache Stempeler. Ja. So was da. Ja, dann haben wir da relativ gerade aufgemacht. Und noch, da haben noch 10 Meter bis zur Grenze ungefähr. Bin mir nicht sicher, ob das auch noch stehen bleibt, aber da warten wir jetzt einmal im Winter ab, was passiert. Vielleicht reißen wir das auch noch raus. Weil irgendwann wenn wir sowieso da angreifen, weil da haben Tiere Eschen drin und ich bin quasi so ein Freund, dass man die drin einfach stehen lässt. Ne? Die müssen raus, hilft mir nicht. Da haben wir noch angeschnitten, relativ alles aufverlaufen. Also aufwärts schmeißen. Dann ist der Arsch unten, dann haben wir es unten angehängt und dann haben wir es gleich. Dann haben wir es gleich in der Rückgegossen aus, reingezogen und raus. Also gar nicht voll ausgenasst, weil ja, Nestel und so weiter, kann überall käfermäßig was drin sein. Sagen wir jetzt die einen oder anderen wieder, das ist übertrieben, übertrieben, übertrieben.
Nein, ich sag mal, kann auch was drin sein. Dann hast du da über den Winter dein Käferbrot herin. Da tust du dein Käferbrot selber züchten, ist auch nicht so sinnvoll, gell? Drum angeschnitten, angehängt, 4-5 Bäume, einen Schlepper hinten. Vatikanesel mit der Seilwinden kennt ihr sowieso. Und dann rausgezogen. Wenn jetzt ein bisschen stärkere waren und die waren nicht kernfahrlich gefunden her, dann habe ich schon aber ausgenast, so Pi mal Daumen, mal 15 Meter rauf. Und dann haben wir es rausgezogen, weil es waren dann doch Mordsgeschlachte ohne große Ist. Ja, dann war der Großteil draußen. Und dann ist so ein Fleck da entstanden. Ne? Wenn man sich das anschaut. Keine Ahnung, wie viele Bäume haben da gestanden? Wahrscheinlich 200. 150, 100, 150. Kann schon gewesen sein, 150. Ja. Dann haben wir da aufgehört. Ja, gute Bäumling haben wir da noch weg. Na ja, halbe Bäumling ungefähr. Vom letzten Befallener. Wo wir halt meinen, haben wir weg da. Also schaut jetzt auch gut aus, sagen wir mal. Weil ich werde sie zahlen nächstes Jahr. Ob da nochmal reinfährt, der Käfer oder nicht. Da haben wir Buchen. Wird die da, die Bungen, die kommen weg da. Ich habe jetzt still an, weil ich da aber gern mehr still an, weil weg. Gell? Weil die hört ja nicht weiter nichts sein. Ein bisschen Bungen, ja. Aber das Lava bringt auch ein bisschen was rein. Gell? Da ist bloß ein Fichtner herinnergewinnen. Es ist alles Snowdl und die übersäuert da, die Bungen. Die bringen wenigstens ein bisschen die Buchen, die Bungen bringen ein bisschen Lava rüber, dass ein bisschen ein Ding herinnen ist. Ne? Finde halt ich jetzt. Ja, Kiefern erinnert und da oder ja, Kiefern, da ein Birke. Ja, haben wir schön geschaut, dass wir da umschneiden. Aber wenn wir es nicht zusammendrücken, weil ein Birke ist ganz wichtig, da erinnert. Ja, hat er hingehauen. Ja, da haben wir es ein bisschen angeschleppt, aber das macht nichts. Die da holt sich. Aber schaut euch die wunderbare Birke an. Ganz wichtiger Baum. Schauen wir, dass wir da halten, da erinnert. Und sonst Eschen. Ja, Eschen. Da ist eigentlich ein Eschenwasser gehört. Die schwächelt da schon. Die ist zwar ein bisschen grün, aber die ist Eschentriebsterben befallen. Die wird Tier. Da vorne ist ein ganzer Tiere. Die gehört raus, aber die lasse ich bis zum letzten Atemzug lasse ich die stehen. Schauen wir mal, wie wir die anpflanzen, die am Fleck. Genau kurz davor schneiden die dann die Eschen weg, wenn es wirklich nimmer werden. Ja. Aber bis dahin darf er stehen bleiben. Da bleiben die stehen. Egal wie grumpert die sind. Aber die ist oben noch grün. Da hat ein Gipfel reingeschnalzt. in den Zwistel rein. Ja, bringen wir nicht mehr raus. Mei. Ist so. Hilft nicht. Da haben wir einen vergessen, sehe ich gerade. Hackerzar. Da haben wir einen vergessen. Da steht noch einer. Erinnert. Da ist noch einer. Also, muss ich nochmal einer. Da ist nochmal ein Käferbaum. Der ist drinnen schon herunter. Da muss ich nochmal rein. Den müssen wir rausreißen nochmal. Einmal. Fliegt heuer eh nicht mehr. Vielleicht nächstes Jahr. Also das heißt, vor einem Ausflug muss ich auf jeden Fall den noch raus. Das mit der Rinden, dass die runterfällt, das ist auch so ein, ja, ich meine alle, weil, also ich glaube nicht einmal, dass der Käfer da ausgeflogen ist. Und normalerweise sagt man alle, weil, wenn die Rinden schon runtergefallen ist, kannst du still an, weil dann ist es eh schon wurscht. Das wird aber verzählt, aber ich glaube, das stimmt heuer nicht. Ich glaube, weil es so trocken war, dann ist die Rinden einfach runtergefallen. Also ich meine, dass das mit der Trockenheit irgendwie zusammenhängt, das kann stimmen. Dann ist die Rinden runtergefallen und normalerweise war es dran geblieben. Wenn es jetzt nicht so drucken war, heuer war es brutal drucken, dann ist die Rinden einfach runtergefallen, weil natürlich der Baum sowieso keinen Saft nicht kriegt von her und dann fliegt es runter, obwohl aus der Käfer irgendwie noch Brettel drinnen. Ne? Also kann es sein, also da das mit der Rinden, naja. Grundsatz stimmt, aber ich weiß nicht, ob es für heuer so zutrifft. Ja. Also von dem her, glaube ich, haben wir es gut erwischt. Ich habe einen einzelnen Baum reingeschaut, der ist noch sauber das weiße Brot drin gewesen. Meine ich allebei gerade noch erwischt. Alles in allem, meine ich, haben wir da ungefähr, wenn man es zusammenzählt, zwei Tage braucht für den Pfleg. Ja, zweieinhalb, wenn man nur das Verrichten unten mit dem Rückgewogen dazu zählt, zweieinhalb Tage ungefähr, wenn man es zusammenzählt. Ich habe auch nicht allebei Zeit, und das Mutterl auch nicht allebei. Und dann
hast nicht aber Zeit. Aber wenn du es zusammen hast, na 2,5 Tage ungefähr, 2 Tage da umeinander schnippeln und nach unten da mit dem Rückgebogen das Zeichen fahren, ja 2,5 Tage, ja 2,5 Tage, gut, ja. Und dann war das auch erledigt. Ich muss sagen, das Grobe ist Rassen. Und was dann die Zukunft bringt, das sieht man dann. Weil ja nächstes Jahr wird, kann ja nächstes Jahr wieder ein bisschen nass-kaltes Jahr werden. Ja, dann ist sowieso vom Käfer wieder ein bisschen überschaubarer. Aber so grundsätzlich schaut es gut aus. Haben wir durch soweit mit dem Käfer. Ein paar einzelne Flecken, aber das ist jetzt nicht so, so ein Aufriss wie da. Ja, vielleicht der andere sagt jetzt, warum muss kein Prozessor kommen lassen? Also ein Harvester. Weil ich bin jetzt grundsätzlich quasi ein Fan von Harvester. Besonders für solche Fleckel da. Also wir haben jetzt da summa summarum vielleicht 2,5 Tage gebraucht. Mit dem Zusammenbacken, also mit dem Herfahren und mit dem Wegfahren, mit dem Rüsten und so weiter. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin kein Harvesterfahrer. Ich habe noch nie einen da gehabt, aber ich glaube, bis du da anfängst, ist der Harvester vielleicht einen halben Tag schneller, möchte ich sagen. Wenn er wirklich gut drauf ist, dann ist er einen Tag schneller und dann bin ich wahrscheinlich ein Tausender los. Und ja, der ist halt da drin auch umeinander gefahren. Ne? Bei uns ist es jetzt so gewesen, wir haben drin angeschnitten, dann haben wir Saal ausgezogen, dann haben wir es ausgezogen, Bodenverdichtung gleich null. Möchte ich bald sagen. Und beim Harvester, der fährt halt doch rein und hat seine paar Tonnen. Gell? Auch wenn der Harvester bestimmt bodenschonend arbeitet, aber bodenschonend, da wäre ja ein Mann mit Motor, ich meine, geht es fast gar nicht. Also, ja. Weiß nicht, vielleicht gibt es andere Meinungen, schreibt es in die Kommentare, vielleicht sehe ich das komplett falsch, aber ich sage einmal so, klar, brauche ich ja Kraft. Ne? Da brauche ich ja Kraft, dass ich die da Rasse mache. Ne? Aber mein Gott, wenn man da ein bisschen ein Gaudi dabei hat, dann geht das. Also dann ist das eh keine Arbeit nicht mehr, sondern eine Freude macht das. Ne? Ja, mei, schauen wir mal, was er so bringt. Eins will ich nur loswerden, da ist in den letzten Videos ein paar Fragen gestellt worden, die tue ich jetzt auch noch schnell beantworten, noch von der Rückgewogen her, weil das ist eine gute Sache, wenn es Fragen hat, schreibt es drunter rein, dann kann ich euch das beantworten, das ist gar kein Problem. Also eine Frage ist gewesen, welcher Reifenkreis der Rückgewogen hat. Manchmal denke ich mir, warum will derjenige das wissen? Das gibt es gar nicht. Was fängt denn damit wieder an? Aber mir soll es wurscht sein. Ich sag's für mich gern, sag ich es nicht. Also ich habe jetzt einmal gemessen, ich habe gemessen ungefähr Diagonale von einem Reifen, ich habe 83 cm. Da gibt es eine Bezeichnung. Von dem Radl, Bereifung heißt das drin hat. Das schreibe ich euch jetzt einmal schnell da unten. Blende ich euch das ein, weil die heißt die Bezeichnung. Ich kann damit nichts anfangen, ich sage es euch ganz ehrlich. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen, aber ich bin jetzt der Diagonale messe, wie gesagt, 83 cm. Ja. Dann ist noch eine Frage gewesen, die Funkfernbedienung. Die Funkfernbedienung, was ich da habe, die außerhalb vom Bulldach auch geht. Ja, die geht außerhalb vom Bulldach auch. Also da kann man sich praktisch vom Bulldach also runterstellen und von unten auch bedienen. Einfach neben Rückgewogen hier oder was. Wie weit das jetzt die Funk geht, weiß ich nicht. Aber gut, so weit sollst du die nicht wegstellen, weil da ist Unfallgefahr wieder, du kannst nicht mehr reagieren und so weiter. Und so weiter und so fort. Also, aber du musst jetzt nicht am Bulldach umhocken. Ich hocke alle einen Bulldach um, weil ich da einfach besser ein Gefühl habe. Ganz einfach. Ich habe ein Gefühl, wenn ich da hinten umhocke am Bulldach, weil manchmal hast du richtige Gletscher, die war halt schwer sind und dann musst du schon am Zipferl anbacken, ne? Und da kommt nicht, dass du den Wagen umschmeißt. Aber da, wenn ich am Bulldach umsitze, habe ich da meistens das Gefühl besser, weil wenn ich unten stehe, dann sehe ich ihn wahrscheinlich bloß einen Flingen. Ich weiß es auch nicht, aber ich habe es mir jetzt so angewöhnt. Aber da mache ich vielleicht ein extra Video mal dazu, ganz auch, wenn ein oder anderen das interessiert, wie ich das bediene und wie ich das läuft mit dem Anhänger vielleicht, oder was weiß ich. Ist halt nicht so interessant, aber vielleicht interessiert es werden. Dann schreibt es unten in die Kommentare ein, dann mache ich ein Video. Ansonsten, ja, ist noch eine Frage gewesen, ob das mein
meine Mutter ist, die aber mitarbeitet. Nein, das ist nicht meine Mutter, das ist meine Schwiegermam. Die arbeitet aber kräftig mit. Ja. Und da heben wir aber gescheit zusammen miteinander. Dann kommen wir da schnell zum Ziel. Gell. Ziel macht die Maschinisten, fahren die Zeitwinden und in Matikanesel und ich schneide da drin. Und Karl und so weiter. Ja, da müssen wir nicht alle bei tauschen und zeigen und wo, das geht wunderbar. Ja, bis da sie den nächsten angeschnitten habe, zeigten sie schon raus und so geht das Hand in Hand. Beim Rückgewagen fahren, da bin ich mal der Maschinist und meistens brauche ich keinen mit dem Motor. Das letzte Mal schon, weil wir jetzt das so gemacht haben. Normalerweise macht man das nicht alle so, dass man mit dem Kran das heben und dann schneiden wir es an und nehmen wir es gleich auf. Wie im letzten Video schaut es auch. Ja. Aber sonst ist es so. Meine Schwiegermann, das Mutterl, die hebt aber gescheit an, das geht schon. Und wenn man gescheit zusammenhüpft, dann geht was. Ne? Jawohl. Na, da würde ich sagen, tatsächlich geht es Ringer wieder an. Gerade ist zu nass, kann man mal denken, mache ich gleich ein Video drauf. Weil jetzt passt es gerade, jetzt geht es Ringer an. Von dem her, ich glaube, es passt auch wieder, es klang auch wieder für ein. Ne? Bis zum nächsten Mal, gell? Und wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv und ganz wichtig, abonniert den Kanal, dann verpasst das nächste Video nicht, kriegt ihr automatische Benachrichtigung. Jawohl! Ich habe wieder Dankeschön, nochmal. Lässt es euch gut gehen, gell? Aber deri, servus!